Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Dropper 2 mit dem X-Tobi. Hallo. Hallo. Ja, es gibt seit langem eine neue Map mit dem X-Tobi, nämlich The Dropper 2. Und hier kann man sich Speed abholen. Und wir sind hier schon direkt hier. Wir sind hier schon mal hingegangen. Das ist hier das Level-Auswahl-Menü. Du haust mich jetzt nicht mehr. Und hier sind so coole Lampen. Aber gut, dann gehen wir mal in Level 1. Was steht denn da? This Lamp meets the Diamond has been found. Ah ja, in jedem Level gibt es noch einen Diamant. Und das hier ist Level 1. Dann gehen wir mal rein. Oh, ich bin drin. Okay. So, das hier, go back to the main room. Okay, was haben wir? Ich lese das hier mal kurz durch. Read me. Once the button pushed, you will be teleported. TP works with relative coordinates. TP depends on your position in this room. Sit on the yellow block and stay still. Okay, also müssen wir hier auf den gelben Block drauf. Ach, guck mal, hier ist so eine Art Jump-Run. Dann drücke ich mal und dann müssen wir ganz schnell zum gelben Block, glaube ich. Also muss auf den gelben Block hier drauf. Oh, es geht auch so. Okay. Ja. Oh. Du musst auf dem gelben Block sein und da stehen bleiben, weil dann musst du dich nämlich, glaube ich. Jetzt stehst du bei mir auch da. Ja, ich stehe bei mir auch. Da siehst du, da sieht man, wie viel Fels man hat. Ach scheiße, ich stand schon drauf. Oh, Mist. Nein, oh. Also für jeden, die den Dropper nicht kennen. Also die erste. So, Welt. Jetzt drück ich mal, geh du schon drauf. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Beweg dich dann nicht mehr. Ich glaube. Ja. Nein! Oh, Mensch. Hast du dich bewegt? Nein, hab ich nicht. Alter, wow. Ich hab's geschafft. Du musst dich da auf dieses Ding draufstellen und dann darfst du dich nicht bewegen. Weil dann darfst du dich auch hier beim Fall nicht bewegen. Oh, er hat's geschafft. Okay, hier ist der Diamant, also der ist immer in Kisten. Und im ersten Level ist er natürlich noch ziemlich einfach, aber in den darauffolgenden Level wird er schon schwerer sein. Und ich packe den da immer rein, damit der öse Diamond in each Level. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt raus. So, dann müssen jetzt beide Lampen an sein. Ja, beide Lampen sind an. Gut, hier ist Level 2. Höheres Level was mit dann. Ja, okay, gut. Okay. Oh. Krass. Das ist aber schon ein bisschen, also der Dropper ist halt so, man muss in jedem Level runterfallen und immer entweder Wasserbecken finden am unteren Ende oder halt sowas hier, so Cobwebs. Hier ist schon wieder Back to the First Room und hier würde ich dann mal sagen, der Level heißt Isengard. Das erste Level hieß, ich weiß gar nicht wie das, Rainbow. Das ist Isengard. Also okay, wir haben wieder 5 Sekunden geklappt, wir müssen wieder hier genau in die Mitte rennen. Und dann gleich nach unten gucken, um zu gucken. Okay, wir sind auf dem. Was steht hier? Find a way to reach the bottom of. Okay. Ach, wir sind in so einem großen Turm. Nein! Tod. Okay. Das ist der Turm von Isengard. Ach so, ah ja, der Turm von Isengard. Aus der Herr der Ringe? Nee, oder? Doch, aus Herr der Ringe. Gut. Dann los, jump mal runter. Komm, jump mal runter. Nein, bitte nicht! Nein, warte, ich schlag dich, vielleicht fliegst du dann durch weiter. Ich schlag mich jetzt mal. Oh, ich seh das Wasser! Und! Tot! ich war so knapp, ey. Oh, nein! Okay, Das ist aber machbar. Wo waren das jetzt? Hier, wo ich bin. Okay, ach komm, das ist schon ein bisschen schwer. Viel mehr fällt uns zu. Nein. Ich bleibe am besten oben stehen und warte. Du musst das Level aber auch schaffen. Das sieht immer so knapp aus. Also, scheiße. Nein. Boah, ich glaube, das wird aber auch nicht so einfach bleiben. Okay. Boah, ich weiß nie, ob ich das jetzt. Oh, ich glaube, das sieht aber ganz. Ein Block! Ich war ein Block entfernt. Ich hab's geschafft! Echt? Ich bin unten. Dann. Ja. Wir müssen immer noch den Diamanten eigentlich auch holen. Ja. Ich glaube, ich weiß auch, wie das Ganze funktioniert mit dem Diamanten. Komm erst mal runter. Ja, ich versuch's mal. Also, ich mach jetzt noch einen Versuch oder nee, ich spiel einfach mal so ein bisschen. Also das macht schon richtig Spaß, der Dropper 2. WTF, hier ist kein Wasserbecken, willst du mich verarschen? Da war kein Wasserbecken, wo ich runtergefallen bin. Du musst einfach nur gerade, also nimm übelst viel Anlauf und dann spring einfach nur runter. Ja, hier bei der einen Seite ist kein Wasserbecken, wo ich jetzt bin. Bei welchem bin ich denn? Dann spring einfach. Ach, ich bin schon wieder bei dem, wo kein Wasserbecken ist.
Toll, jetzt. Dort, wo du unten den Weg siehst, vielleicht ein bisschen, dort ist kein Wasserbecken. Aber du musst auf jeden Fall richtig viel Anlauf nehmen. Ich Und bin dann. jetzt gerade nicht richtig runtergefallen, also ich habe jetzt noch 3 Herzen oder so. Und versuche jetzt hier so ein bisschen stückweise nach unten zu kommen. Oh je, ich habe wieder 3 Herzen. Von hier aus kann ich dann vielleicht das Wasser erreichen. Ja. Ich versuche dich gerade mal zu sehen. Das sah gut aus. Und ich bin unten. Hallo. Kommst du zu den Pfeilen? Du musst den Pfeilen Ja, ich folgen. folge den Pfeilen. Die Pfeile zeigen da lang. Und dann, ja, also ich glaube, hier ist der blaue Knopf ist dafür da, damit man weiterkommt, also das Level beendet. Und der schwarze Knopf ist, man kann wieder nach oben jumpen, weil oh, irgendwo oben ist halt über die Kiste. Steht hier auch alles, das habe ich jetzt schon mal übersetzt. Und ja, so, dann machen wir das jetzt mal. Also du kannst jetzt hier so einen heftigen. Warte, habe ich. Okay. Ich werde immer wieder zurückgesetzt. Ich auch. Ich weiß. WTF! Ich weiß nicht, was damit los ist. So, versuche einfach nochmal. Geht. Ja, Geht's? nein, ich werde immer wieder zurückgesetzt. Wenn ich oben bin, dann werde ich immer wieder gleich zurückgesetzt. Kann das sein, dass durch diese neue Minecraft-Version, wenn man immer fliegt, dass man dann gekickt wird? Dass er den immer wieder auf den Boden setzt? Ich könnte vielleicht mal Flying auf dem Server anmachen. Versuche es jetzt nochmal. Aber eigentlich. Ich werde immer wieder zurückgesetzt. Dann würde ich mal sagen, ich werde mal Fliegen jetzt erlauben auf dem Server und danach sehen wir uns dann gleich wieder. Also ein kurzer Cut, bis gleich. So, da sind wir zurück nach einer kurzen Aufnahmepause. Es lag nicht daran, dass sie mit dem Jump, es lag nicht daran, dass nicht Fliegen angeschaltet war, sondern es lag an Bucket. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber es lag auf jeden Fall an Bucket. Jetzt haben wir mal auf den Vanilla-Server gewechselt und jetzt können wir hier auch hochjumpen. Das ist aber ganz schön hoch. Und wir müssen hier irgendwo eine Kiste finden. Ja, super. Oh, gut. Vielleicht ist die Kiste auch ganz oben. Ich weiß nicht, wo die Kiste ist. Ich versuche jetzt auf jeden Fall Fels zu vermeiden, indem ich immer in das Wasser reinjumpe. Ey, ich krieg aber keinen Fallschaden, Dingsterbumster. Ja, aber nur wenn der. Also, das ist so ein Knopf. Hier, den Black Button gibt's. Also, Jump and. Oh, jetzt ruft mich jemand an. Habe ich mich nicht mehr auf beschäftigt gemacht? Nein. Oh, jetzt wollte ich nicht offline. So, kurz noch auf beschäftigt. So, okay, dann. Also, der Black Knopf gibt dir einen Resistenz- und Jump Boost. Ja, und dann musst du halt. Aber Reste hier. Ich habe aber keinen Fallschaden, Dingsterbumster, dass ich keinen Fallschaden kriege. Das ist diese Resistenz. Was weiß ich. Auf jeden Fall macht das so, dass man keinen Ich Schaden bin aber schon zweimal gestorben dadurch. Ja, du, wenn das aufgehört hat, du musst halt gucken, das hält nur 10 Sekunden. Danach hört das auf. Das kannst eigentlich nur einen Jump ohne Verletzung machen. Oh mein Gott, ins Wasser. Boah, das war ja ein geiler Jump. Okay, wir müssen jetzt einfach mal die Kiste finden und nicht hier rum. Nein, 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 nein. Oh. Wo kann denn die Kiste sein? Ich versuche jetzt nochmal Oh. Scheiße. Hier Weißt du schon, wo sie ist? Hä? Weißt du schon, wo sie ist? Ja, gut. Weil sie jetzt ist gleich stand. Oh, scheiße, ja. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, dann hole ich jetzt mal die Kiste. Also ich weiß, wo die Kiste ist. Die ist hier im obersten gelben Bereich. Warte, ich will die erst sehen. Ich will die erst sehen. Ich komme mal hoch auf die Geh mal da in dem ersten oberen Bereich. Also in den ersten Level weiß ich hier im zweiten Level weiß ich noch, wo die. Oh, ich habe nur ein halbes Herz. Komm mal hier in den. Komm mal da, wo ich bin hin. Ja, okay. Ich bin schon da. Ich bin hinter dir. Okay, und hier musst du dann rein. Hier ist dann die Kiste. Ich nehme die dann mal. So. Das ist ja schon mal der zweite Diamant. Damit hätten wir das zweite Level dann komplett abgeschlossen. Wohin gehst du? Boah, man kann ja sogar in der Mitte reinfallen. Ja, weißt du, was da unten ist? Da unten ist der Spawn. Also da, wo wir eigentlich das Level gestartet haben. Im Turm von Isengard. Ja, jetzt spiel da noch mal, okay. Ja, muss ich ja machen, weil sonst komme ich ja nicht raus. Ich glaube, hier dann nochmal in das Wasser. Au, 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 au. Nein, pass auf, pass auf, pass auf! Oh, das sieht immer so knapp aus. Nein, warum springe ich genau dahin, wo der Weg ist? Ja, da bin ich. Scheiße. Naja, jetzt bin ich hier unten. Ja, gut, dann haben wir das Level geschafft. Ich hab ganz nicht. Ja. Was war das? Tobi? Was? Ich habe gerade so ein komisches Skype-Geräusch gehört. Okay, hier Level 3 und hier immer noch diese geilen Lampen. Ja, was haben wir hier? Steht da? Level 3 Neo. Okay. Don't see the water, just reach the floor. WTF. Was sollen wir jetzt machen? Don't see. Ach so, okay. Ich drück einfach mal. Müssen wir uns wieder irgendwo befinden, damit wir richtig spawnen oder so? Wow. Oh, das rendert gar nicht. WTF.
Ich hab die Kiste also, schon gesehen, ich hab die Kiste gesehen. Musst du da stehen? Weiß ich nicht, ich glaube, das ist egal, oder? Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier hin. Aber hier ist so eine komische unsichtbare Wand. Au, oh, das ist voll Kacke. Hä, wie willst du das überleben? Ja, keine Ahnung, du musst ausweichen, aber da unten habe ich schon die Kiste gesehen. Ich dachte, da kann man wieder hinjumpen. Ich weiß nicht, wie du da entkommen sollst. Ja. Oh, okay. Ich glaube, ich... Na, boah, das spawnt gar nicht richtig. Ich habe eine Liste auf V, ich weiß nicht, woran es liegt. Ach, habe ich vielleicht weiche Beleuchtung wieder angemacht, ja. Jetzt? Mensch. Wir sammeln Fails die ganze Zeit. So, oh Gott. So, 3, 2, 1. Ich weiß auch nicht, wo man genau am besten... Ich glaube, man muss sich hier sogar bewegen. Ja, 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 ich glaube, ich habe gerade einen guten Fall. Oder auch nicht. Aber wo willst du da unten dann landen? Ich meine, da unten ist da nicht. Hier steht doch, don't see the water, just reach the floor. Ich glaube, unten sind irgendwelche Spinnenweben oder so. Sicher? Kann ich mir vorstellen, jedenfalls. Oh. Oh! Okay. Das war jetzt, ich hab's geschafft, aber das war jetzt ein bisschen krank. Das war nämlich so, irgendwie die letzten drei Ebenen oder so vor dem Boden sind irgendwie so unsichtbare Spinnweben oder so. Da fällt man ganz sanft nach unten. Okay, ich hab's geschafft. Hast du gemerkt, da fällt man ganz sanft nach unten. Hier ja. Ist ein komischer Pfeil. Du kannst auch gut da hochspringen, du kannst ja auch hier oben drauf. Ja, gut. Ah ja, stimmt. Auf jeden Fall, ich glaube, hier hinten ist wieder der schwarze Knopf. Ja, da ist wieder der schwarze Knopf. Ich hab die Kiste ja oben schon gesehen, da sieht man die ja. Mal gucken, ob ich hinkomme. Boah, ist das. Wie hoch man immer jumpt? So, jetzt genau. Kommst du hin? Ja, ich bin. Oh, gut. Habe ich aber Glück gehabt. In der letzten Sekunde oder in den letzten paar Sekunden. So, ich komme da jetzt wieder runter. Hoffentlich schaffe ich's. Ich bin erstmal komplett oben aus der Map gesprungen. Echt? Das will ich auch mal ausprobieren. Scheiße. Scheiße. Hä, hey, wieso bist du jetzt da gestorben? Ich dachte, da war die. Weiß ich nicht, ich hab irgendwie die Resistenz vergeht bei mir irgendwie übelst schnell. Boah, ey! Ich bin einmal nur nach oben gesprungen. Ich bin auch aus der Map gejumpt. Wie geil ist das denn? Man ist in der doppelten Höhe. Das ist ja ultra geil. Ich bin an den Rand der Map gesprungen und dann. Boah, das ist ja mega. Eigentlich sollte hier jetzt diese sanfte sein. Ja, hier ist aber sanfte. Okay, ich würde sagen, Level wieder mal geschafft. Nächstes Level. Die Map macht mir auf jeden Fall richtig viel Spaß. Hier haben wir auch alles. Kommst du? Ja, bin da. Level 4. Was sind das denn für Symbole? Symbole? Was steht da hinten noch? Memorize. Wir müssen uns die Symbole merken, steht da. Oh, nee. Okay, wir haben ein Endzeichen. Wir haben so ein komisches... Das sieht so ein bisschen aus wie das Freimaurer-Symbol, oder? Das hier. Und haben wir hier, was ist das hier? Was soll das für ein Symbol sein? Und dann haben wir so ein A und da oben haben wir noch so ein komisches Rautending. Gibt es da irgendeine Reihenfolge, oder? Soll ich das Level mal starten? Mach mal. Du musst bestimmt hier auf den Quarzblock stellen. Ich glaube auch. Oh. Was war das? Oder? Hä, wieso sollst du das überleben? Keine Ahnung, ich glaube, man muss wieder in der Luft lenken oder so. Ich denke mal schon. Ich glaube, es ist egal, wo man steht. Ja, ich glaube, ja. Alter. Ah, okay, ich bin verstanden. Was muss man jetzt machen? Muss man jetzt da, wo die Symbole da in die Lava reinfallen? Das. Okay. Soll ich drücken? Ja, drück mal, aber ich habe das immer noch nicht richtig verstanden. Wie geht das jetzt? Guck jetzt mal nach oben und unten. Nach unten und guck dir die Symbole an. Ah, hier ist das Endzeichen. Ja, hier ist dieses genau. Andere Zeichen. Da musst du hinspringen. Achso, also immer Nein. Die Zeichen, okay? Also dann dieses Zeichen. Das Endzeichen kommt zuerst, danach kommt das Zeichen. Okay, das.